Hallo Leute und herzlich willkommen zur Pokémon Randomize Nuzlocke Emerald aka Smaragd. Heute dabei habe ich den Marcel. Hey ho! Wo schon bekannt aus anderen Videos. Ich klicke schon mal durch nebenbei. Mit Vorsprung das Ganze, weil Dennis Randomize Nuzlocke auch ein bisschen interessanter, weil die ROM ist auf Englisch. Einfach aus dem Grunde, dass sonst das nicht funktioniert, weil das über Listen läuft und nicht über die Pokémon-IDs. Marcel, bist du so lieb, während ich hier am Eintippen bin und am Durchdrücken bin? Die Regeln? Ja. Die Regeln. Randomizer heißt, dass wir so ziemlich alle Pokémon kriegen könnten, wo wir lustig zu sind oder auch eben nicht. Weil das Problem ist, es ist einfach nur halt, wie es so schön heißt, random. Das heißt, es kann zum Beispiel passieren, dass wir auf der ersten Route direkt einen Latias kriegen. Es kann sein, dass wir ihn als Starter kriegen, was auch immer. Es ist alles möglich in diesem Spiel. Und Nuzlocke kennen viele von euch bestimmt, aber grundlegend hat man erstmal die Regel, das Pokémon, was man als erstes auf einer Route begegnet, sobald man Pokébälle hat, wohl bemerkt, muss man dann auch fangen. Besiegt man das, muss man auf der nächsten Route ein Pokémon fangen, dann darf man dort kein Pokémon mehr fangen. Und auch nicht das gleiche. Sollte ein Pokémon besiegt werden, werden wir es in die Himmelsbox schmeißen, welche wir dafür freundlicherweise noch erstellen werden. Und die dürfen wir dann auch nicht noch wieder verwenden. Oh, wie ich dieses Spiel lieber am Anfang. Immer der gleiche Müll. Wir haben schon eine Testaufnahme gemacht, die ungefähr 3 Stunden lang ging und dann ist alles zusammengestürzt. Es ist so super. Ja. Und ja, ich glaube, soweit waren das alle Regeln. Ich überlege, ob noch irgendwas einfällt. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht. Naja, doch, eine Sache gibt es noch: Wenn ein legendäres Pokémon, was nicht gehorcht, was durch ein Event verursacht wird, die Pokémon können wir nicht mitnehmen, weil sie uns nicht gehorchen. Die werden keine einzige Attacke machen. Deoxys, Mew, etc. Deoxys, Mew, ich glaube, Celebi, das sind halt diese Pokémon-Events. So, ja. Bereit? Ja, auf jeden Fall. Ein Nidorina. Oh mein Gott. Ein Donphan. Oh mein Gott. Und ein Metagross. Metagross. Okay, da muss ich mich nicht. Da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Was kann denn Metagross? Metagross. Das weiß ich nicht von vorne auch rein. Oh, kannst hier Konfusion mit Zeitklaue. Oh, Konfusion. Traumhaft. Das fängt schon mal super an. Ja, Konfusion ist genau das, worauf ich bei Metagross hinaus wollte, weil Spezialangriff ist echt hoch, die Verteidigungswerte sind einfach nur episch. Und Psycho ist der schöne Vorteil bei Metagross und das direkt als Start-Pokémon, weil ich glaube, die Chance, also in der 3-Stunden-Aufnahme, war die Chance echt gering, ein Psycho-Pokémon zu kriegen. Ich glaube, wir hatten wie viele Wasser-Pokémon? Wir hatten 80 Wasser-Pokémon, 21 Pokémon, glaube ich. Ja. Wie immer, Starter-Pokémon-Name. René, ne? Ja, klar. Klar doch. Metagross. Also, ein besseres Start hätten wir fast nicht bekommen können. Aber es kommt jetzt interessant, weil wir können ja jetzt in die ersten beiden Routen reingucken, weil wir ja theoretisch noch nichts fangen können. Ich jammer ein bisschen unserem alten Starter hinterher. Ja, Lapras. Es tut mir leid. Ja, mein Heim ist Lapras. Oh, ein Bisaknoss. Was mir auch gefällt, erstmal konnte ich so da anpacken. Mal gucken, wie viel Metallklau macht, weil wir später hier was fangen wollen. Oder auch nicht. Nicht, wenn wir Level 2 mit Metallklaue one-hitten. Oh, was für Wert hat eigentlich der Metagross? Kannst du mal nachschauen? Was denn? Ich seh's noch nicht. Du siehst das nicht. Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh, jetzt das müssen wir gleich auf jeden Fall kriegen, ne? Wir one-hitten. Es hat ex. Ach du. Oh mein. Oh, du kannst. Wir haben ein Pokémon, ja. Wir haben ein Pokémon zum Glück, ich sag's zum Glück, das eine verfluchte Self-Destruction überlebt, weil es zum Glück den besten Typen dafür hat. Was ist Metall und. Oh Gott. Ah, Metagross, ich schau mal kurz nach. Jedenfalls. So, muss mal ein bisschen die Stats raus. Genau, jedenfalls die Self-Destruction stirbt es nicht weg. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Auf der zweiten Runde spielt man ein Smaragd. Jetzt einfach hier durch, aber ich will noch ein Pokémon fangen auf der ersten Route und ich weiß noch nicht, wie ich das ansprechen soll.
dafür, aber guck mal, was ich hier noch. Oh, süß. Will haben. Das Problem dabei ist, wir müssen gegen Maika auf jeden Fall gewinnen. Oh, und Pipi. Wir gucken. Ja, Takedown macht auch zu viel Schaden. Also. Lächerlich. So. Hm. So, Maike. Ich glaube, Maike wird auch kein Problem mit unserem Starter. Ja, ich glaube auch nicht. Konfusion, Metallklaue, Takedown. Keine Ahnung, Konfusion drauf. Ja, ist eigentlich egal, weil wir haben nämlich einen Vorteil dadurch, dass es Metallklaue und Psychokinese kann. Weil Metagross ist nämlich vom Typ Stahl-Psycho. Oh. Das heißt, auf beiden ist Step. Sehr schön. Super, um Pokémon zu fangen, wie ich finde. So, dann kriegen wir jetzt unsere Pokébälle. Und werden gleich auf die erste Route gehen und gucken, was wir finden. Danke für den Pokédex, immer dieses, wie hast du gesagt, immer dieses, ha, hier hast du den Pokédex, hier hast du 5 Pokébälle, fangen wir alle Pokémon? Ja, so nach dem Motto, beweg deinen Arsch für mich, ich bleib hier in meiner Bude hocken und mach mal. Genau. So, dann gehen wir jetzt auf die allererste Route, aber eine Sache will ich davor gucken. So, gehen wir mal auf René. Ich will mal gucken, wie viel Schaden die ganzen einzelnen Angriffe machen. 50, 90, 50. Falls wir nämlich ein Pokémon fangen wollen, schaffen, weil wir es nicht mit einem Schlag töten. Das Problem ist, auf Metallklaue Step. Auf Konfusion ist Step. Und Bodycheck ja, macht an das sich ist, 90 Schaden. Das ist eh weg. Das Pokémon Step gerade finden. Das ist eh weg. Na, wir müssen es ja versuchen. Critical Hit. Okay. Wow. Teleporter ist weg. Ja, super. Das ist richtig unlucky. Ja, so fängt die Nuzlocke an. Erste Route. Kein Regirock, kein Visorknopf. Nein. Kriegen einen. Ah, das ist einfach wegteleportiert. Ja. Hätte ich die Ball raufgeschmissen, hätte es vielleicht drin gewesen, aber. So, zweite Route. Das ist riskant, weißt du, Ball drauf zu schmeißen. Wir kriegen Self-Destruct-Pokémon eins nach dem anderen. Ja, besonders wir von mal einen Pokéball, was noch was anderes machen. Ja, richtig, wir müssen unterschwächen. Metallclaw one-shotted, Confusion one-shotted. Und Bodycheck auch, weil es 9. Ja, obwohl Bodycheck kann man noch. Wir haben's. Ja, sehr schön. Ja, gut. Gut, dann haben wir jetzt auch noch ein Geowatz. Wer heißt Geowatz? Weiblich. Boah, weiblich auch noch. Ja, nenn's einfach mal Magi. Magi? So, Geowatz. Gesteinboden-Typ. Wow, das Ding hat eine Fangrate von 45 und wir haben es mit einem Pokéball gefangen. Jetzt Level 2. Bad. Tackle, Steinwurf, Einigler und Finale. Finale kannst du, glaube ich, aber auch erst mit Level 30 oder so, ne? Nee, auf Level 1. Was? Es geht ja darum, mit welchem Level du fängst ja jetzt Geowatz. Und Geowatz müsste jetzt auf halt Finale schon auf Level 1 können. Das Problem ist, Geowatz nächsten hat. Echt nicht? Jetzt kann Mudspot, Rock Throw, Defense Curl, Tackle. Alter, ich bin gerade in der falschen. Ich war in der ersten Generation schlimm. Tackle, Steinwurf, Lebensula und Einigler. Richtig. Ja, okay. So, der ist drin. Übrigens sind wir auch wieder auf einer neuen Route, wenn ich mich nicht irre. Konfusion. Hey. Ach, warum setzt sich Konfusion gegen Fischchen eigentlich so? Was sind das für Pokémon, bitte? Ja. Jetzt halt kriegen wir so einen Stein, so ein Metall, so ein Tank Run oder sowas. Was gab's denn noch alles auf der oberen Route über der Stadt? Oh, cool. Das gefällt mir. Oh, ein Gekabor. Das gefällt mir sogar. Dürfen wir das fangen? Natürlich. Ach ja, stimmt, das gerade war ein Trainer, ne? Yep. Na, dann versuchen wir ein Glück. Ja, Pfund gegen. So. Eigentlich dürfte der Rock Throw das nicht töten. Sollte eigentlich nicht. Sollte nicht. Ist zwar Step drauf, aber trotzdem, nee. Ja, halt nicht effektiv. So. 4 Pokébälle haben wir.
Einmal, zweimal, dreimal. Ach, auf die Schnelle. Oh, Alter. Ich kann es ja merken, dreimal und dann ist ein Pokéball drinnen. Einmal, zweimal, dreimal, zack, drinnen. Nicht zu vorspulen, das wird zu spannend. So, wir haben einen Gekabor. Übrigens ist es männlich. Hast du einen Namen? Dir überlassen. Nee, nicht wirklich. Ach komm. Aber das ist doch endlich mal was. Wir haben ein Gestein, ein Boden-Pokémon, wir haben ein Stahl-Psycho, wir haben ein Pflanzen. Das ist schon mal ein bisschen. Das ist auf jeden Fall. Wobei ich wieder sagen muss, ich bin gespannt, ob es wieder einen starken Mangel an Feuer geben wird. Ja, ich hoffe nicht. Weil Feuer. Ja, gut, spätestens in der einen Höhle wieder, ne? Wenn wir Glück haben. Ja, genau. Wir lassen uns einfach überraschen, finde ich. Na ja. Gut, das ist ja random nice. Also ist das ja gerade die Überraschung. Ach. Aber guck immer noch, welche Pokémon noch da wären, weil das ist echt relevant. So, mal gucken. Omster. Oma. Omster. Ich würde es gerne. Sowas hätte ich aber auch nichts gegen gehabt. Aber es ist halt. Oh Gott, es ist Gestein und normal. Müsste Amoroso nicht Gesteinwasser sein? Das stimmt. Und Absol. Aber die Fangrate vom Absol ist ja. Ja, ich glaube, das waren jetzt auch 4 Pokémon, ne? Ja. Ach ja. Der will ja kämpfen. Ich bin jetzt mal. Ich hätte gucken müssen, was kommt. Das hätte ich ausgetauscht. So. Aber mit Metagross haben wir echt einen epischen Starter gekriegt. Oh. Meine Bären. Ja gut, das Problem ist natürlich bei solchen Pokémon wie zum Beispiel Metagross und sowas ist jetzt, dass die Attacken, welches es erlernt, ziemlich spät kommen, weil normalerweise erlernt er auf Level 20 Konfusion, das kann er ja schon, und auf Level 20 Metallklau, kann er ja auch schon. Auf Level 26 Grimasse, kann er auch schon. Verfolgung auf Level 32 erst. Hurra. Das ist der Nachteil dabei. Ja, Schummisch ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, es ist. Ich schicke jetzt Magier erstmal rein. Ich muss halt mal die anderen mal ein bisschen leveln. Ich bin gar nicht blöd. Step drauf. Besonders das Schöne ist, oh mein ist halt Gott, einfach es hat ja. Ab gerade absorb. Magisch. Uff. Tschüss, Geowatz. Aber über Geowatz bin ich hinweg. Also. Geowatz war für mich jetzt nicht so das Wichtige. Nee, für mich ist auch nicht. Das ist das Schöne an Metagross ist wirklich, dass es nur gegen Feuer und Boden eine Zweifachschwäche hat und ansonsten ist der Rest alles normal effektiv oder sogar nur halb effektiv bis hin zu einem Viertel, was Psycho angeht. Wenigstens können wir dann schon mal die Todesbox zeigen. Das ist der Vorteil. Ah, nee. Ja, auf jeden Fall. Der Sky. Ach, der Tod. So. Ist ja auch schon so unsere Zeit. Ich kann das nicht mehr nehmen, ist zu blöd. Ja. Tut mir leid, Magi, aber ich hätte nicht gerechnet, dass ein Absorb. Hat Absorb so eine hohe Schaden? Oh Gott. Absorber ist, glaube ich, bei 50 und dann kommt halt noch Step drauf und dann noch zweifache Effekt. Ne, vierfache. Vierfache? Du darfst nicht vergessen, dass Geowatt Gesteinboden ist. Na, ich hätte gerechnet, dass es ein 2 Level Unterschied Absorb aushält. Einen. Ja, gut, 50 plus Step plus vierfache Effektivität, das ist hart, also. So. Gut. Stell mich vor die Arena. Da werden wir beim nächsten Part reingehen. Weil unsere Zeit schon um, wir haben schon wieder fast 15 Minuten aufgenommen. Echt jetzt? Ja, die Zeit gibt. Kommt mir gar nicht so lang vor, ja. Ich kann dir sagen, mein Programm sagt 14:45, 46, 47, also. Ja, ist gut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Pokémon, Smaragd, Emerald, wie ihr auch immer wollt. Nuzlocke, Random Nice. Bis denn. Marcel wahrscheinlich wieder.
Jo, bis dahin. Tschüss.